Auf der Fischmenscheninsel erfuhren wir zum ersten Mal von einer geheimnisvollen Figur namens Joy Boy, der neben Ruffy möglicherweise einer der bedeutendsten Figuren in der gesamten Geschichte ist. In diesem Video fasse ich alles zusammen, was wir über Joy Boy wissen. Wir wissen nicht viel über ihn, so viel ist sicher. Aber das Fehlen von Informationen ist definitiv beabsichtigt, denn diese Person lebte vor etwa 800 Jahren in einem Zeitraum, der als das verlorene Jahrhundert bekannt ist. Das sind rund 100 Jahre, über die wir so gut wie nichts wissen. Und in der Welt von One Piece wurde Joy Boy zu einem Mythos oder so etwas wie eine Legende. Die Regierung, die gesamte Welt von One Piece kontrolliert, versucht jede Information, die mit dem verlorenen Jahrhundert in Verbindung steht, zu beseitigen. Es gibt jedoch eine große Sache, die nicht zu beseitigen ist, und zwar die Poneglyphen. Diese riesigen, unzerstörbaren Steine sind in der ganzen Welt verstreut und tragen eine geheimnisvolle Schrift auf sich. Die einzige Person in der gesamten Welt, die diese Poneglyphen entziffern kann, ist Nico Robin, die Archäologin der Strohhutpiraten. Dank Robin erfahren wir auch zum ersten Mal den Namen Joy Boy, als sie mit Neptun spricht. Robin las auf der Fischmenscheninsel einen Poneglyphen und erzählte von einem Versprechen zwischen einem Mann namens Joy Boy und Poseidon vor über 800 Jahren. Poseidon ist eines der drei antiken Waffen, deren Macht durch die Königsfamilie von der Fischmenscheninsel immer wieder reinkarniert wird. Derjenige, der die Macht von Poseidon besitzt, kann diese gewaltigen Seeungeheuer und Meereskreaturen kontrollieren. Wie wir wissen, ist Poseidon zurzeit die Meerjungfrau-Prinzessin Shirahoshi. Doch Poseidon vor 800 Jahren und Joy Boy hatten eine Vereinbarung, die etwas damit zu tun hatte, die Seeungeheuer zu nutzen, um diese riesige Arche Noah, die am Meeresgrund liegt, an die Oberfläche zu bringen. Wir wissen nicht genau, was das Versprechen beinhaltete, aber es drehte sich wahrscheinlich darum, die Fischmenschen dazu zu bringen, mit anderen Rassen der One Piece Welt an der Oberfläche zu leben. Joy Boy konnte jedoch sein Versprechen nicht einhalten und dieses Poneglyph enthält auch keine historischen Aufzeichnungen über das verlorene Jahrhundert per se. Es ist lediglich eine Entschuldigung an die Fischmenschen. Zur gleichen Zeit, vor 800 Jahren, war Joy Boy auch Verbündeter von Sunisha, einem riesigen Elefanten. Fun Fact: Sunisha ist 35 Kilometer groß und somit immer noch 10 Kilometer höher als die Himmelsinseln von Skypiea. Sunisha ist so groß, dass er eine ganze Insel namens Zu auf sich trägt, welche von Minks bewohnt wird. Unglaublicherweise ist Sunisha 800 Jahre nach dem verlorenen Jahrhundert noch immer am Leben und hat sogar mit Ruffy kommuniziert. Dabei spricht Sunisha nicht direkt, sondern kommuniziert durch eine mysteriöse Kraft, die wir als die Stimme des Universums kennen. Das scheint dieselbe Kraft zu sein, die es auch Roger ermöglichte, mit den Seeungeheuern zu sprechen. Seit 800 Jahren läuft Sunisha eine bestimmte Strecke im Ozean immer wieder. Tatsächlich ist dieser Elefant ein Verbrecher, der vor 800 Jahren nach einer unbekannten Tat verurteilt wurde. Erst als der Shogun von Wano, Kozuki Momo, ihm einen Befehl gab, konnte er diese Strecke verlassen. In einem der jüngsten Kapitel haben wir von einer Königin namens Nefeltari die Lily erfahren, der Herrscherin von Alabasta über den Zeitraum des verlorenen Jahrhunderts. Ihre Familie gehörte wohl zu den 20 Familien, die die Weltregierung gründeten. Doch anders als die anderen 19 blieb sie mit ihrer Familie auf Alabasta. Zumindest hatte sie das vor, doch sie ist wohl nicht zurückgekehrt. Warum ich das erwähne, ist, weil ich glaube, dass Joy Boy, Lily und Sunisha auf irgendeine Weise miteinander zu tun hatten. Wir wissen sicher, dass sie Verbündete gewesen sind, doch die Hinweise, die uns Oda gegeben hat, deuten darauf hin, dass es eine Art Verrat gegeben haben muss, der zum Fall des antiken Königreichs geführt hat. Der Manga hat vor ein paar Monaten auch enthüllt, dass das antike Königreich technologisch sehr fortschrittlich war. Und wenn Joy Boy der Herrscher dieses Königreichs war, könnte er auch also die Kontrolle über diese antiken Waffen gehabt haben. Mit Sicherheit wäre es für die Weltregierung ausreichend genug, ängstlich und eifersüchtig zu sein, wenn jemand eine solche Macht innehatte. Es ist sogar möglich, dass Joy Boy die antiken Waffen selbst erschaffen hat, doch dazu später mehr. Aber neben den bisherigen Tatsachen über Joy Boy gibt es noch zwei weitere bestätigte Informationen über ihn. Zum einen hat Joy Boy tatsächlich den Schatz hinterlassen, den wir als das One Piece kennen. Als die Serie begann, verkündete der Piratenkönig Goldie Roger der Welt, dass er einen Schatz hinterlassen habe. Die Wahrheit ist jedoch viel komplizierter. Tatsächlich fand Roger am Ende seiner Reise eine enorm wichtige Sache, die von Joy Boy hinterlassen wurde. Auf dieser Insel erfuhren die Roger-Piraten die Wahrheit über die antike Geschichte und das verlorene Jahrhundert. Dann wünschte sich Roger, er hätte zu Joy Boys Zeiten gelebt. Dass Joy Boy diesen geheimnisvollen Schatz hinterlassen hat, veranlasste Roger dazu, wie verrückt zu lachen und schließlich diese Insel Laugh Tale zu nennen. Er enthüllte auch, dass er aus irgendeinem Grund zu früh auf Laugh Tale angekommen war. Oder ist wieder einmal sehr kryptisch und mysteriös mit der ganzen Sache. Wir wissen nicht genau, warum Roger zu früh auf Laugh Tale ankam, aber es hängt wahrscheinlich mit Joy Boys Wiederkehr zusammen, also der Prophezeiung. Und verdammt haben sie diese Wiederkehr episch animiert, aber dazu gleich mehr. Laut dieser Prophezeiung wird Joy Boy nämlich 800 Jahre nach dem verlorenen Jahrhundert wiedergeboren, 20 Jahre nachdem Roger Laugh Tale erreicht hat. Diese Prophezeiung wurde teilweise dank eines Charakters namens Kozuki Oden bekannt, dem ehemaligen Shogun aus Wano. In der Tat war der Kozuki-Clan in der Antike diejenigen, die die Poneglyphen ursprünglich geschrieben haben. Und ich vermute stark, dass sie ebenfalls mit Joy Boy verbündet waren. Oden segelte mit Goldie Roger nach Laugh Tale und führte ein Logbuch über ihre Reisen. Als Roger und Oden erfuhren, dass sie zu früh gekommen waren und Joy Boy in 20 Jahren nach Wano zurückkehren würde, führte dies dazu, dass Oden sein Ziel verfolgte, die Grenzen von Wano zu öffnen und Joy Boy in 20 Jahren wieder willkommen zu heißen.
hinreißen. Und somit kommen wir zum Moment aller Momente. Mit Ruffys jüngstem Sturz im Anime und möglicherweise seiner Wiederbelebung wird deutlich, dass hier ein Motiv von Tod und Wiedergeburt erkundet wird. Nun, um fair zu sein, ist dieses Motiv in One Piece nichts Neues. Die Serie handelt schon immer davon, dass die Lebenden den Willen der Verstorbenen fortsetzen. Und auf Wano zeigt sich das ziemlich eindrucksvoll in unserem Monster-Trio. Jeder von ihnen ist dem Tod näher gekommen als je zuvor. Sanji zum Beispiel hat auf metaphorische Weise die Angst vor dem Verlust seiner Persönlichkeit überwunden. Doch das hat ihn nun noch stärker gemacht. Dann haben wir Ruffy, von dem man glaubte, dass er buchstäblich gestorben sei, da seine Stimme verschwunden ist. Und jetzt schauen wir auf eine Art Wiederauferstehung basierend auf Joy Boy. Dann ist da Zorro, dessen Erfahrungen im Umgang mit einem Schwert namens König der Hölle dazu führten, dass er sein Königshaki freischaltete. Und wer weiß, welche anderen Vorteile aus seinem intimen Zusammentreffen mit dem Tod noch hervorgehen werden. Doch bei Ruffy denke ich, dass die Verbindung zwischen Tod und Wiedergeburt jetzt etwas offensichtlicher ist. Doch etwas, das wir dabei sehr vernachlässigen, ist, wo der gute alte Kaido in all dem steckt. Denn der Tod ist ein ziemlich wichtiger Teil seines Charakters. Tatsächlich war es für den Großteil der Serie ein bestimmendes Merkmal, dass er sterben wollte, aber es nicht konnte. Und dieses Merkmal ist schon etwas verwirrend. Anfangs dachte ich, dass er aufgrund tragischer Umstände so deprimiert war, dass er einfach sein Leben beenden und die ganze Welt mitnehmen wollte. Aber während des Kampfes auf Onigashima wurde Kaidos Verbindung zu Joy Boy ziemlich deutlich gemacht. Es wurde stark angedeutet, dass Kaido der auserwählte Joy Boy werden wollte und alles, was er getan hat, also die Sklaverei, Waffenproduktion und Unterdrückung, war wegen seines Zieles. Er strebte danach, der König der Piraten zu werden, aber vor allem wollte er Wano übernehmen, wo Joy Boy prophezeit wurde, zurückzukehren. Doch irgendwann mit der Zeit wurde Kaido zu einer Art Anti-Joy Boy, ein zwanghafter, depressiver Drache. Aber selbst mit all dem im Hinterkopf hörte er wirklich nie auf, sein Ziel zu verfolgen. Deshalb suchte er auch jederzeit nach einer neuen und kreativen Möglichkeit, sich selbst umzubringen. Schon ironisch. Um seinen Traum, Joy Boy zu werden, erfüllen zu können, muss er sterben. Allerdings hat Kaido gerade zufällig einen von nur zwei Körpern auf der Welt, die nahezu unverwundbar sind. Und die Worte des Erzählers während seines Suizidversuchs sind rückblickend betrachtet schon sehr aussagend. Er behauptete, dass er auf der Suche nach einem Ort zum Sterben war. Er hatte als Pirat schon 7 Niederlagen erlitten und wurde mindestens 18 Mal von der Marine oder Feinden gefangen genommen. Er wurde 40 Mal zum Tode verurteilt, aber keiner dieser Menschen konnte ihn töten. Auch er selbst nicht. Letztendlich war er jedoch nie dazu bestimmt, Joy Boy zu werden. Dies ist nämlich Ruffy vorbehalten und jetzt ist es auch endlich im Anime soweit. Als Ruffy schließlich Joy Boy erweckte, sagte Sunisha etwas wirklich Faszinierendes. Er sagte, er könne die Trommeln der Befreiung hören und bezog sich hierbei scheinbar auf Ruffys Herzschläge. Dann verkündete er, dass Joy Boy zurückgekehrt sei. Joy Boy, jemand, der Freude und Glück verbreitet, und der Sonnengott Nika, der die Freiheit repräsentiert, sowie die Trommeln der Befreiung. All das ist auf eine Weise miteinander verbunden, die wir noch nicht ganz verstehen. Es ist immer noch ein großes Rätsel, das der Fangemeinde eine riesige Chance bietet, großartige Theorien darüber aufzustellen, wie Joy Boy eine Rolle in der Geschichte spielen wird. Lass uns deshalb über einige dieser Theorien sprechen. Doch vorher, abonnier doch gerne meinen Kanal, wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat. Aber zurück zu unserem Affenjungen. Für einige Fans scheint es, als ob Joy Boy und seine bedeutsame Geschichte ziemlich spät in One Piece, also praktisch aus dem Nichts aufgetaucht sind. Aber wir wissen alle, dass Oda ein Meister der Hinweise ist und uns schon zuvor viele gegeben hat. Wie bereits erwähnt, wurde Joy Boy das erste Mal auf der Fischmenscheninsel erwähnt, aber auch schon zuvor haben wir viele Anspielungen darauf erhalten. Wie zum Beispiel in Skypiea, als Ruffy in einem Lagerfeuer mit einer Pose, die genau dem Sonnengott Nika ähnelt, gezeigt wurde. Oda hat sogar gesagt, dass es eines seiner 3 Lieblingspanels der gesamten Serie sei, die er gezeichnet hat. Und abgesehen von den Chandorianern verehren auch die Riesen einen Sonnengott. Und die Sonnenpiraten, die von ehemaligen Sklaven gebildet wurden, tragen das Zeichen der Sonne auf ihrem Körper. Ein früher Hinweis darauf, dass Sklaven zum Sonnengott Nika für ihre Freiheit beteten. Nun warten alle diese unterdrückten Menschen auf das Erwachen der Welt, eine Dämmerung, die nur mit der Ankunft der Sonne kommen kann. Wie wir wissen, wurde in One Piece vieles von unserer Welt inspiriert und so auch Ruffys Erwecken. Viele wissen es bestimmt schon, aber die Idee für Joy Boy stammt höchstwahrscheinlich von der haitianischen Gottheit namens Joy Boy im Voodoo-Glauben. Joy Boy gilt als Gott der Hoffnung und Musik. Es ist wahrscheinlich, dass Joy Boy ursprünglich eine afrikanische Gottheit war, die während des Sklavenhandels in die Karibik gebracht wurde. Diese Gottheit des Glücks und der Musik ist dazu bestimmt, Lachen und Freude mit Träumen und Tanzen zu verbreiten, was mit den Ideen der Trommeln der Befreiung zu verbinden scheint. Ziemlich passend, wenn du mich fragst. Diese haitianische Gottheit gab auch den versklavten Menschen Hoffnung, was mit dem übereinzustimmen scheint, was uns über den Sonnengott Nika und seine Geschichte erzählt wurde, der ein Symbol der Hoffnung für versklavte Menschen in der Welt von Wano ist. Die Ursprünge von Joy Boy sind wirklich interessant, aber unabhängig von der Herkunft der Legende selbst, passt dies perfekt zur Inkarnation von Joy Boy in One Piece. Denn wenn ich an die Trommeln der Befreiung und Ruffys Liebe zur Musik denke, wird einiges klar. Erinnert ihr euch, als Ruffy anfänglich darauf bestand, einen Musiker in der Crew zu haben, bevor er sich um die wichtigen Rollen kümmerte, also diejenigen, die uns am Leben halten, wie Ärzte und Köche? Nun, dieser Wunsch nach einem Musiker macht jetzt im Nachhinein sehr viel Sinn. Denn wenn Joy Boys Rolle darin besteht, menschliche Schwierigkeiten durch Musik zu heilen, dann wäre der Zugang zu Musik eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Und da wir gerade von Musik sprechen, ist es vielleicht an der Zeit, Bing Sake zu erwähnen. Ein scheinbar belangloses Lied, das in dieser Zeit eine Art Wiederauferleben erlebt hat. Denn um es ganz offen zu sagen, könnte es sehr gut die gesamte Handlung von One Piece spoilern. Und im Moment läuft alles Schlag auf Schlag. Hört ihr mal nur diese rohe Übersetzung der Originalversion vom ersten Vers an. Ein Sturm zieht durch den fernen Himmel.
Jetzt tanzen die Wellen im Takt auf die Trommeln. Wenn du die Nerven verlierst, könnte dieser Atem dein letzter sein. Aber wenn du durchhältst, wird die Morgensonne aufgehen. Und genau das ist, was gerade im Anime passiert. Ein Sturm zieht durch den fernen Himmel. Für die Menschen von Wano tanzen die Wellen sicherlich. Und auf die gleiche Weise, wie die Wellen es tun, haben wir jetzt auch schlagende Trommeln dazu. Ruffy hat nicht seine Nerven verloren. Und so war dieser Atemzug auch nicht sein letzter. Er hält durch und so wird die Sonne jetzt über Wano aufgehen. Sowohl metaphorisch als auch wörtlich. Und es steckt noch viel mehr hinter Binks Sake als nur das. Tatsächlich könnte es uns den Rest der Geschichte von One Piece erzählen. Doch dazu mehr in einem anderen Video. Sprechen wir zu guter Letzt noch von der fortgeschrittenen Technologie, die Dr. Vegapunk enthüllt hat, die im antiken Königreich existierte, welche Verbindung zu Joy Boy und seiner mysteriösen Energiequelle hat. Das wird noch wichtig, da die jüngsten Geschehen im Manga sehr auf die Beweggründe der fünf Weisen und Imu hindeuten. Diese Energiequelle, welche Mutterflamme genannt wird, scheint eine riesige Bedrohung für die Weltregierung zu sein. Apropos Bedrohung, was hat es mit diesen riesigen Robotern auf sich, die vor 200 Jahren die Redline erklommen sind und versuchten Mary Joa anzugreifen? Wir haben gerade erst von dieser mächtigen neuen Waffe des antiken Königreichs erfahren, aber es scheint, dass zur gleichen Zeit, als Mary Joa angegriffen worden ist, die Fischmenschen begannen für ihre Rechte zu kämpfen. Und hat diese mysteriöse Technologie des antiken Königreichs von Joy Boy etwas mit den Menschen zu tun, die für ihre Befreiung kämpfen? Vielleicht hat er ja alle unterdrückten Rassen in der One Piece Welt in einem Land vereint. Denn wenn Joy Boy oder der Sonnengott Nika Hoffnungsträger für alle versklavten und unterdrückten Menschen sind, war vielleicht sein Traum, die Menschen zusammenzubringen und jede Form von Diskriminierung oder Hass zu verhindern. Dafür spricht auch seine Entschuldigung auf dem Pornoglyph der Fischmenscheninsel. Und vielleicht müssen auch die Minks nicht mehr auf Sunishas Rücken leben und können sich ebenfalls an Land begeben. Wer weiß, eventuell wird Ruffy als seine Reinkarnation das schaffen, wozu selbst Joy Boy nicht in der Lage gewesen ist. Thanks for watching.